Am 1. Oktober ging der Nürnberger Prozess zu Ende. Seit dem 20. November 1945 wurde vor dem Internationalen Militärgericht in 403 öffentlichen Sitzungen jeder Fall der 22 Angeklagten bis ins Kleinste geprüft. Noch einmal entrollte sich die deutsche Entwicklung der vergangenen Jahre und die ungeheure Schuld der Angeklagten wurde aus zahlreichen Zeugenaussagen und Tausenden von Beweisstücken ersichtlich. Der größte Prozess der Geschichte gab Antwort auf die Fragen: Wer ist schuldig? Warum ist er schuldig? Und inwieweit ist er schuldig? Vier der nationalsozialistischen Organisationen wurden als verbrecherisch beurteilt. Die SS, der SD, die Gestapo und gewisse Gruppen des Korps der politischen Leiter. Von den 22 Angeklagten wurden 12 zum Tode verurteilt. Die Hinrichtungen haben inzwischen stattgefunden. 3 Angeklagte wurden freigesprochen, die übrigen zu Gefängnisstrafen verurteilt. Nürnberg, einst die Stadt der Parteitage, wurde zur Stadt der Vergeltung.